Ralf Meyer Filmes und ich wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn Ihnen diese kleine Animation gefallen hat, dann zeige ich jetzt mal, wie ich das Ganze entsprechend erstellt habe. Ich habe mir von der TechSmith Asset-Seite zwei Sachen heruntergeladen. Die sind dann in der Download-Bibliothek. Einmal ist es die Musik und zum anderen ist es das Weihnachtsmänner-Video. Ja, so, man sieht hier die tanzenden Weihnachtsmänner. Das fand ich alles zusammen ein bisschen, ja, sagen wir mal, langweilig. Ich habe dann hier gehört, wann die Musik aufhört und dann das entsprechend gekürzt, das Video. Als ersten Schritt dachte ich mir, ja, ich möchte halt da so ein bisschen Pep reinbringen und habe einfach dieses Video noch dreimal kopiert. Einfach Steuerung C und dann Steuerung V einmal, zweimal, dreimal und habe jetzt hier unten das ganze Video viermal. Und dann habe ich mir überlegt, wie möchte ich den Bildschirm aufteilen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte in der Mitte ein großes und links und rechts zwei etwas kleinere Rechtecke, damit das dann so ein bisschen peppert. Das heißt, ich fange damit an. Wie kriege ich das jetzt klein? Das ist ganz einfach. Ich nehme einfach das Zuschneidewerkzeug hier oben oder halte beim Vergrößern und Verkleinern die Alt-Taste gedrückt. Dann bekommen die Anfasser eine etwas andere Farbe. Dann mache ich das kleiner. Das heißt, ich mache das, ziehe das hier so ran und das auch. So, sagen wir mal, und das Ganze hier noch so ein bisschen zur Seite und ein bisschen flacher. So, dann nehmen wir das zweite Video und machen dasselbe. Aber auch hier, da gehe ich dann so ungefähr bis hier ran und wähle mir das Ganze dann entsprechend so, ups, Vorsicht beim Klicken, da muss man aufpassen, so wähle mir das Ganze dann hier so, dass das entsprechend auch gut passt. Wie gesagt, immer schön die Alt-Taste gedrückt halten. Und dann noch das dritte. Und das dritte Video kommt dann eben entsprechend nach rechts. Ich baue das immer so, dass sich das ein bisschen alles überlappt. Dann sieht das noch ein bisschen schöner aus, das Ganze. So vielleicht. Und hier hören wir dann dort auf. Und ein bisschen vom Rand weg. So. Wenn ich das jetzt aber mir angucke, sieht man überhaupt nichts. Klar, das sieht ja, liegt ja auch daran, dass jetzt die Pixel übereinstimmen. Ich habe halt nur, wenn ich die anderen Spuren ausschalte, dann habe ich diese einzelnen Elemente und sehe, wie die aussehen. So, und jetzt weise ich diesen drei Elementen mehrere Effekte zu. Der erste Effekt ist in den visuellen Effekten eine Umrandung. Das heißt, ich möchte eine Kontur, einen Rahmen und ziehe den einfach hier drauf, auf die drei Elemente. Und den Rahmen stelle ich dann ein. Ich wähle mir eine Farbe hier mit dem Farbpicker. Da nehme ich nämlich diesen ja, gelblichen Hintergrundton und mache das Teil aber richtig breit. Und zwar 10 Pixel breit bis an den Anschlag. Auch jetzt sieht man in Teilen immer noch nichts. Aber, und jetzt kommt der Trick, nochmal, ich wähle nochmal einen Effekt, und zwar den Schatten. Auch hier aus der Palette von den visuellen Effekten, ziehe den auch drauf. Und den kann ich jetzt noch ein bisschen einstellen. Das heißt, bei den Schatteneinstellungen hier unten, die Richtung finde ich in Ordnung. Den Versatz mache ich ein bisschen kleiner vielleicht, so auf 6 oder sowas. Dafür mache ich die Deckkraft ein bisschen höher, irgendwas so in den 50ern. Und die Unschärfe auch ein bisschen höher. Dann habe ich das entsprechend eingedeckt. Und wenn man das jetzt sich anguckt, dann sieht man halt, dann laufen halt diese drei Videos zwar, aber es ist immer noch so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, langweilig. Und dazu mache ich jetzt noch den Hintergrund, bearbeite ich. Der Hintergrund kriegt einen Effekt, der nennt sich Farbanpassung. Der ist hier oben, den ziehe ich da drauf. Und den stelle ich jetzt aber noch ein bisschen um auf bestimmte Werte. Also hier bei der Helligkeit
21, bei dem Kontrast minus 42, bei der Sättigung belassen wir es auf minus 100 und dann haben wir das hier auch schon mal so in so Graustufen und jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen lustiger aus. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich die Elemente nach und nach animieren möchte. Allerdings alle mit derselben Animation. Dazu nehme ich mir nämlich einen Verhaltenseffekt. Und als Verhaltenseffekt nehme ich den Effekt Treiben. Den ziehe ich auch wieder auf alle drei Elemente rauf. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann bekommt man schon so ein bisschen den Eindruck. Die Musik mache ich nochmal aus so lange. Dann bekommt man schon mal so ein bisschen den Eindruck. Aber auch das ist mir noch zu langweilig, weil die kommen jetzt alle drei gleichzeitig rein und so weiter. So, was ich in dieser Form von Animation nicht machen darf, dass ich jetzt Teile verschiebe. Dann funktioniert das Video nicht mehr, dann ist das Video nicht mehr synchron. Aber ich kann es kürzen. Und jetzt mache ich das so, als erstes soll mein graues Video unten erscheinen. Ja? Und dann sollen die anderen entsprechend reinfliegen. Und zwar dieses große als erstes. Also kürze ich das hier und sagen wir mal, fangen wir dann hier damit an. Dann soll das linke kommen, also ein bisschen später und dann zum Schluss das rechte. So. Und dann haben wir schon mal die drei, wie sie sich rein animieren. Jetzt animieren sie sich aber alle von derselben Stelle. Das heißt, ich mache das auch jetzt noch anders. Ich gehe also in die Verhaltenseffekte hier auf der rechten Seite in die Eigenschaften und nehme jetzt einfach wahllos hier einmal oben und dann von dem nehmen wir, lassen wir das einfach bei unten und das dritte Video machen wir von links zum Beispiel. Und dann gucken wir uns das mal an, wie es dann aussieht. Ja, das sieht doch schon schöner aus. Und das gleiche mache ich hier hinten nochmal. Da muss ich dann zu dem Aus Effekt und bleibe bei dem einen, mache ich ein, wichtig hier immer auf den Aus-Effekt klicken, bei dem einen mache ich ein rechts, bei dem anderen mache ich beim Aus-Effekt ein unten und bei dem dritten mache ich beim Aus-Effekt ein oben. Wunderbar, und wenn wir uns das dann angucken, dann verschwinden die auch irgendwo hin. So, das sieht doch schon ganz prima aus. Kürze hier auch noch die Dauer entsprechend, dass sie ein bisschen ja, nicht so symmetrisch aus dem Bild rausfliegen und vielleicht auch, dass das Rausfliegen hier schon im Prinzip anfängt, wenn die Musik beendet ist. So vielleicht, zack. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anhören mit Musik, dann machen wir noch eine kleine Blende hier in das Video, einen Übergangseffekt und dazu nehmen wir die normale Blende hier, ziehen die einfach drauf, dann wird das Ganze hier eben auch ausgeblendet. So, sehr schön. Und dann haben wir im Prinzip das Meister. Jetzt wollte ich noch einen kleinen Gruß da reinschreiben, das heißt, ich gehe ja irgendwie, wenn alles aufgebaut ist, an die Stelle und suche mir aus der Bibliothek, aus der neuen Camtasia 2022 Bibliothek im Unterordner Callouts, nein, Entschuldigung, im Unterordner Channel Kit. Das ist ja leider alles in Englisch, aber das muss man mit leben. Wähle ich mir Boxy Subscribe und ziehe den hier drauf entsprechend und tippe dann hier noch meinen Text ein, 2022. Und wenn wir uns das dann angucken hier, ist der natürlich noch falsch positioniert. Den schiebe ich hier einfach direkt in die Ecke, lasse den andocken. Und dann ist meine ja, kleine niedliche Weihnachtsanimation entsprechend fertig. Viel Spaß beim Nachbauen und nochmal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.